ganzen Jungs von der deutschen Nationalmannschaft. Ich freue mich unheimlich, dass er eben nicht nur die Sportart gewählt hat, ja, mit Eishockey, sondern auch an uns gedacht hat und speziell auch seine alten Kameraden von klein auf, schon wie Markus Kink, die ganzen die Garmischer, ja, unter sich. Und das ist eigentlich das Schöne. Und den generell Sport, und da hat er auch recht, mehr und mehr Kinder sind vor den Telefone oder Computer, iPads, wie auch immer. Die sollen raus, die sollen sich bewegen, und es gibt so tolle Sportarten bei uns in Deutschland. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, auch für uns, für Sportart Eishockey. Denn es ist ein super schneller, angenehmer, lustiger Sport. Wie sind jetzt die nächsten Aufgaben in der Nationalmannschaft? Viel Scouting von der Liga, oder was sind Ihre Aufgaben? Ja, genau so ist es. Und die DEL hatte letztes Wochenende, jetzt am Wochenende, ist ja gestartet. Deswegen bin ich wieder viel unterwegs, einfach im Hinblick schon wieder auf den Deutschlandcup zum ersten Mal in Krefeld im November. Und da freuen wir uns. Und so geht es dann so wieder weiter Richtung der WM Ende des Jahres dann in so. Und einige von den Nationalspielern haben es jetzt auch in die NHL geschafft. Wie verfolgt man das noch? Fliegen Sie auch öfters mal rüber, um auch die alten Verbindungen in San Jose aufleben zu lassen? Oder wie ist das? Ja, das ist so ein bisschen meine Routine jedes Jahr. Und es wird auch dieses Jahr wieder so sein. Und mich freut es. Ich kann heuer hoffentlich ein paar mehr Spieler in der NHL, deutsche Spieler in der NHL sehen. Und ich fliege meistens so immer ein, zwei Mal rüber, besuche die Jungs. Meine Kontakte habe ich ja von früher noch, und deswegen bekomme ich auch immer guten Feedback, wie es allen so geht. Aber das ist nicht das Wichtigste, auch für mich, glaube ich, auch das Menschliche, das Private, das soll auch alles passen. Und die Jungs wissen, wenn sie irgendwas brauchen, bin ich immer zur Verfügung. Und, wir sollen das erst einmal genießen, sollen einen guten Start haben. Und hoffentlich, dass der eine oder andere dann eben länger oben in der NHL spielt. Und wie wurde von den alten Kollegen in der NHL der Erfolg von Olympia wahrgenommen? Hat man da Anrufe bekommen, oder? Ja, sehr viel. Also es kamen viele Anrufe, viele SMS. Ich war auch jetzt im Sommer ein paar Mal in Amerika. Also man merkt es sofort. Also es dreht sich alles nur um Olympia. Und das sieht man eigentlich erst nicht nur in Deutschland, sondern auch generell in der ganzen Welt einfach, besonders jetzt auch in Amerika, haben das alles miterfolgt. Und jeder gratuliert und waren total happy, dass so ein kleines Eishockey-Land wie Deutschland ist eben so weit geschafft. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke.